einen wundervollen guten Morgen, herzallerliebstes Publikum und Zuckerschnecken. So, wir haben uns wieder ein kleines bisschen viel rar gemacht, weil ihr wisst ja, wie viel wir so hier Werkstatt und Haus und was nicht alles, aber jetzt gibt's wieder News. Und zwar heute Morgen die Werkstatt-News, was hier so los ist, und heute Abend geht's am Haus weiter. Wir haben die ganzen Träger alles soweit fertig und auch die Stützträger und so fertig, und wir haben ja abends immer nur 2 Stunden bis dunkel. Wir arbeiten bis 18 Uhr hier und die Jungs sind ja dann immer so tapfer und kommen dann mit hoch, aber um 8 Uhr wird es dunkel. Und dann planen wir immer noch Material, wie machen wir dies, wie machen wir das. Und deswegen bin ich nicht dazu gekommen. Ich jetzt mal, war nicht so ein Krach, ich erzähle gerade, die Kamera vergessen. Ne? Ganz interessant ist jetzt hier, die beiden Jungs sind mega interessant und wir haben uns eine neue Hebebühne gekauft. Und zwar eine so eine Scherenhebebühne, die nur 1 Meter hoch geht und auch portabel ist. Ne? Hersteller versuche ich zu vermeiden, weil ihr wisst es ja vom Nagelstudio, wir machen ja keine Werbung. Ne? Bisschen YouTube-Werbung, so ja, aber keine Herstellerwerbung. Ne? Hier ist nichts gesponsert, ich habe das gekauft, ganz normal bezahlt. Der Lieferant weiß nicht, dass wir einen YouTube-Kanal haben mit einer einigermaßen Reichweite, und ist auch gut so. Ne? Werbungsmist gibt es genug. Wir haben hier eine schöne, wissen wir noch gar nicht, ob die schön ist. Bleibt mit dabei. Wir bauen die jetzt zusammen auf hier. Unser Floppy. Sag Hallo. Und Daniel. Moin. Ja? Was machst du? Machst du heute Fliesenpause? Nicht ganz. Nicht ganz. Nur heute Abend auf Feierabend fließt du wieder, ne? Daniel fließt oben schon das Badezimmer. Zeigen wir euch heute Abend auch. Ist schön geworden, ne? Ja, was gibt's zu sagen? Was haben wir hier? Unser Dömchen macht einen Chevy Tahoe. Auch wieder einer mit dieser fiese Vortec, ne, Hasi? Ja, ich zeig's euch vorne mal. Warum hebst du das Auto nicht hoch? Der ist auf der Hebebühne. Ja, geht immer so schneller. Das macht Dom immer so gerne, er liegt immer unter den Autos. Ich kann's nicht verstehen. Man muss nur auf den Knopf drücken, man kann dann bequemer arbeiten. Ne? Und er, nee, das dauert mir alles zu lange. Die Hebebühne braucht 10 Sekunden, um hochzugehen. Ne? Lege ich mich lieber schnell drunter. Ne, Richie? Ja. Aber was haben wir denn hier? Ein Audi A6 2,7 Biturbo. Undankbare Geschichte, sehr eng, ne? Ja. 2,7er Biturbo ist aber auf Gas kein Problem. Ganz, ganz oft schon gemacht. Kein Thema, aber relativ undankbar umzubauen, ne? Ja, Chevy Tahoe, das ist wieder der, wo ich euch letztens von erzählt habe. Da ist jetzt die Mittelbrücke schon runter. Da kommen diese Polyamidleitungen rein. Ist echt fummelig. Oh, Ford Focus ST. 5-Zylinder Turbo. Glaube ich 2,5 Liter Turbo mit serienmäßig, glaube ich, 220 PS oder so. Ja, ich mag die Farbe. Hier ist orange, ist schick, ne? Sieht fast aus wie ein Wohnmobil, ne? Ja, warum haben wir die Hebebühne gekauft? Ich bringe wieder alles durcheinander. Ihr wisst es ja. Also die Lackierkabine. Lackierkabine geht jetzt auch weiter. Ich weiß, ich mache es sehr, sehr spannend, aber es ist nicht nur für euch spannend, sondern es ist auch für uns spannend, weil wir können nicht alles immer so offen mal machen. Ihr wisst ja, dass diese blöde Lackierkabine einfach insgesamt mehr Platz verbraucht, wie wir gedacht und geplant haben. Jetzt denken so viele, oh, ihr seid ja bescheuert, ihr hättet das ja vorher messen können. Ne? Ja, kann man nicht ganz genau. Es steht die Länge, Breite, auch alles drauf. Demnach hätte es gepasst, aber dann sind oben hier mit der Decke noch Rundungen und die Höhe, und das kann man wirklich echt erst sehen, wenn diese Sachen da sind. Und die Chinesen liefern auch so ganz eindeutige Informationen nicht. Also diese technischen Zeichnungen, die sind nicht so, wie als wenn ein deutscher Ingenieur das macht. Ne? Da sind dann an so einer ganzen Zeichnung irgendwie 2 Maße drauf, da kann man nicht so doll mit arbeiten. Ne? Ist egal, jetzt haben wir sie hier und jetzt können wir arbeiten und können das alles passend machen für die Lackierkabine. Aber das geht leider alles nicht ganz so schnell. Dann haben wir hier unsere 4-Säulenbühne, die hier nicht mehr reinpasst. Also die Lackierkabine muss noch ungefähr 20 cm zurück, und ihr seht, die Halle ist zu kurz. Wir können hier mit der 4-Säulenbühne nichts mehr anfangen. Hat keinen Zweck. Das heißt also, hier kommt diese kleine Scherenbühne dann später rein. Jetzt probieren wir die erstmal vorne aus. Jetzt gucken wir uns die gleich erstmal an, und da kommt gleich das erste Auto drauf. Ne? Und die kommt dann nachher darüber. Dann können wir so kleine, schnelle Servicearbeiten dann machen, und Daniel kann die Autos auch gut machen. Sag ich jetzt mal, Schweller spachteln von unten drunter und so, die geht ja nur 1 Meter hoch. Ne? Und die 4-Säulenbühne, die kommt dann hier rein, in die Mitte. So kann man direkt gerade reinfahren, schnelle Servicearbeiten machen, ne? Filter wechseln, hier diese schweren Karren muss man dann nicht immer auf 2-Säulenbühne hochheben. Was? Die kommt rüber nachher, ganz genau. Die kommt rüber, damit Daniel besser arbeiten kann, wenn er jetzt Oldtimer macht und
Karosseriearbeiten und alles, dass man da nicht immer nur rumknien muss, dass er da gescheit arbeiten kann. Ne? Was? Wo denn? Wo denn? Ach, da oben. Ja, warte mal, ich kann mal gucken, ob ich das ein bisschen gesungen kriege. Schön mit Rahmen, ne? Jawohl, das sieht gut aus. Herrlich. So soll das sein. Das ist schön gemacht. Deswegen kommen die Kunden ja auch zu uns, ihr Auto umrüsten lassen, ne? Gott sei Dank ist das so. Eben. Bin schon wieder alles durcheinander. Wir sind schon gerade wieder, aber für die, die es nicht mitgekriegt haben beim Chevy Tahoe, ne? Hast du das Loch da in die Stoßstange gemacht, oder war das? Das war schon vor dem Ersatzreifen. Ja. Sieht gut aus. Da kann man natürlich. Gut, aber hier, was macht das Ding für einen Eindruck? Ist ein Bausatz. Was? Ja, ist ein Bausatz, der komplett. Na ja, gut, das ist alles vormontiert, ne? Echt? Ist alles. Muss alles zusammengebaut werden? Ja. Wie soll mir das jetzt passieren? Mit Geduld. Vier Mann hier. Mensch, hier Ameise! Da, Ameise! Mach dann einen Schlupf drunter und dann Ameise rausziehen. Also ehrlich, das steht. Floppy, da steht dann vor so einem Paket, da liegt ein 300 Kilo Teil drin und die Ameise steht da nicht mehr. Wie soll ich denn das jetzt rausnehmen? Das ist geil, ne, oder? Das sind die Rollen hinter? Ja. Die sind da. Ja, das sind die. Muss zusammengebaut werden. Bedienerpult, da ist Hydrauliköl, hier das andere Kram, Rampen, Mistkrams. Ja. Bring's gleich raus. Dann baut mal schön zusammen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir sie testen. An einem ersten. Am Kundenauto testen? Echt jetzt? Na klar, warum nicht? Bis CE oder da eins also. Ja, guck mal, das ist genau, das wollte er nicht mehr, oder? Nein.
Ach, der liegt der Ja, abnehmbar, die sind nicht festgeschraubt. Wenn es steht, kann, dann könnt ihr abnehmen. Ja, aber kriegst du nur drauf, wenn du hoch ist. Ja, ja, dann, wenn man weiß, dass man das abnimmt. Ja, du musst nur nicht absenken, du musst immer einmal ganz hoch. Nein. Ach, der hätte mal ein Stück oder was. Mach doch mal. Für das Bieten, das muss sein. Du musst ihn aus dem Schaf, dass er deine dicken Füße runter hat. Alle Füße weg. Boah, nein, so dann auch runter. Wobei ist die Stirnbrille, ne? Was? Hier war die Stirnbrille. Ja. Was natürlich blöd ist, rückwärts drauf fahren. Was natürlich blöd ist, dass man immer über die Schläuche fährt. Weil du nur die Motorseite bei den Stempeln haben darfst. Ja, ich hab das vergessen aufgemacht. Das siehst du ja vorher nicht, wenn sie zu ist, Alter. Ja, dann muss aber erst mal jetzt die Rollen werden. Ja, und müssen erst mal die Fäden fangen. Fehlt was drauf und dann geht doch los. Ja, teste mal. Ja, blöd. Ich hab Kamera hier hingelegt und keiner hat drauf geachtet. Akku ist leer gegangen, ne? So konnten wir es nicht zeigen, ne? Ja, also das heißt jetzt Eurolifter, ne? Keine Ahnung. Die Firma habe ich eben halt gefunden und auch so gekauft. Ich habe da schon lange mit so einem Gerät geliebäugelt, aber mir kam das immer so ein bisschen heimwerkermäßig vor, diese Geschichte. Und das hatte auch seine Nachteile. Und zwar war das Problem, dass wenn so ein Auto relativ tief ist, erstmal die Überfahrhöhe, ne? 11 cm war jetzt kein Problem, du hast den hochgefahren. Ich habe eine erste Stufe gehabt. Als der Luftfahrer, ich habe mich einmal hochgehoben. Ne? Ja, ja, ach so, ja, aber da ist jetzt noch reichlich Platz unter. Also müsste eigentlich so jedes Auto. Ja, er steht jetzt aber ganz oben. Ja, ja, also aber jetzt, trotz reichlich. Du hast ja auch die ganzen Puffer drunter noch da, ne? Ja. Vorher ja. Mit einer, als ja, also die hatten Nachteile mal. Eine Zeit, weil der Hebelweg, wenn die Hebebühne ganz unten war, immer so ungünstig war, dass bei tiefen Autos hatten die unten keine Kraft. Und das war immer das Blöde, dass der von unten raus keine volle Kraft hat zum Hochheben. Ne? Dieses hier ist Profiline, hat nicht 3 Tonnen wie die ganz günstigen, sondern 3,5 Tonnen und eine geriffelte Oberfläche. Daran sieht man diese Profiline und nicht diese Heimwerker-Geschichte. Ne? War trotzdem sehr, sehr günstig. Ich habe irgendwie so 1800 Euro dafür bezahlt, inklusive Mehrwertsteuer und glaube irgendwie 200 Euro Versand. Für die Firma mache ich jetzt keine große Werbung, weil jetzt hier Eurolifter stand da drauf. Ja, aber es ist im Prinzip, glaube ich, alles der gleiche China-Hersteller. Ne? Ob das jetzt hier irgendwie Twinbush oder sonst irgendwas ist. Ne? Ich glaube, das ist alles derselbe Kram, der in China hergestellt wird. Genau wie die Lackierkabine. Da gibt es irgendwie 10 Fabriken, die immer den gleichen Kram herstellen. Ne? Das sieht man bei Alibaba und so auch. Ne? Und da gibt es deutsche Importeure, die das hier vertreiben und Ersatzteile. Funktioniert alles schon ganz gut und deswegen vertraue ich diesen Sachen auch mittlerweile ganz gut. Diese Erfahrungsberichte, die man darüber liest, sind eigentlich auch nicht schlecht. Ne? So, was macht das für einen Eindruck jetzt hier? Der ist gut. Einen guten? Mhm. Also, was? Aber hier nochmal an. Ach so, nee, man fährt ja gar nicht über die Leitung. Ich habe gesagt, von wegen hier. Guck mal, voll Power von unten raus, ne? Sieht nicht schlecht aus. Ja, da rastet er dann unten immer ein, ne? Und ganz wichtig ist mal verriegeln. Verriegeln, genau, wenn man die richtige Höhe hat. Guck mal, so für Servicearbeiten, ne? Was haben wir denn manchmal? Verdampfer unten drin, Filterwechsel, alles. Ja. Geht das wunderbar. Sie ist transportabel, die können wir da hinstellen, die können wir hier hinstellen. Was man, lässt die sich dann einigermaßen leicht rollen? Geht schwierig. Man muss drücken. Ja, ja, ist schon. Ist klar, ist ja auch ein bisschen Gewicht, ne? Mit den Stempeln alles, ne? Super. Ja, aber guck mal, was du da schön drüben auch dann Karosseriearbeiten und so machen kannst, wo du dich dann nicht auf der Erde mit rumquälen musst. Ne? Und mal Auto hochheben, im Licht gucken, wenn du jetzt irgendwas spachtelst irgendwo, dass da nicht wellig ist und alles. Ne? Ist schon besser, als wenn du dich da auf dem Boden mit rumquälst. Ne? Und vor allen Dingen Platz erspart. 4 Säulenbühne kommt ja, wie gesagt, jetzt hier rüber.
Und die zwei sollen Bühne, mit der wissen wir gar nicht, was wir machen. Ich glaube, die nehme ich mit nach Hause. Die sind ja eh abgeschrieben vom Finanzamt. Die nehme ich mit zu mir nach Hause in diese schöne Werkstatt rein, die ich euch gezeigt habe, im Schnäppchenbauernhof. Da haben wir dann eine Hebebühne, oder? Ja, aber so schnell brauchen wir die da noch nicht. So schnell brauchen wir die da noch nicht. Aber was willst du machen? Willst du sie wegschmeißen? Willst du verkaufen? Bringt doch nichts. Kriegst du für so ein Ding irgendwie 500 Euro, hat ja keinen Wert. Und das sind ja teure Zippo-Dinger. Das sind ja keine hier so China-Krams. Obwohl ich ehrlich sagen muss, das macht echt einen guten Eindruck. Ich glaube nicht, dass ein deutscher Hersteller, dass die da besser werden. Oder deutsche Hersteller lässt es auch alle in China fertigen. Ich möchte mal wissen, wo die Zippo hier zusammengeschweißt worden ist. Ich glaube auch nicht, dass das in Deutschland gemacht wurde, ne? Jetzt hast du ganz oben, ne? Ist doch relativ hoch, ne? Ja, das Piepen muss sein, damit keiner seine Quanten drunter hat. Okay. Deine Felgen sind schön geworden, ne? Dani, da hast du echt ganze Arbeit geleistet, mit Dome zusammen. Das viele Geschleife war nervig, ne? Ja, gut Ding. So, okay. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ach, ich habe nur gesagt, gut Ding will Weile. Ja, genau. Nagelstudio ist wieder um ein Spielzeug reicher und ihr seid wieder um eine Erfahrung irgendwie schlauer und Lackierkabine kommt jetzt. Schnäppchenhof, Bauernhof geht heute weiter. Schnäppchenhaus, Bauernhof geht heute weiter. Eine Hebebühne. Jetzt piept es nicht mehr. Heute tschüss. Tschüss. Mit einer ganz besonderen Widmung mit Brille auf dem Kopf. Wolltest du noch was über dein 2-7er Bito erzählen? Nee, nervt die dich, Brille, ne? Auf dem Kopf ist ein Zeichen. Ein Zeichen wofür? Ich muss Krach machen. Achso, ah, okay, das ist ein Zeichen. Ich muss weg. Ich starte hier noch. Wie alt? Stopp, falsche Richtung. Ich will mir noch Kaffee mitnehmen. Tschüss, meine Lieben. Bis gleich.